In den letzten beiden Tagen hat es bei uns ziemlich viel geregnet, hat den Pflanzen richtig gut getan, jetzt nach der langen Trockenzeit, würde ich mal sagen, auch wenn es recht kühl war, fangen jetzt sehr gut an zu wachsen. Und für viele ist meistens so ein regnerisches, nass-kalte Wetter mit viel Wind ja mehr so Zeit für die Couch, oder man hockt sich ja ins Haus, ins Wohnzimmer und macht wenig im Garten. Aber da sollte man erst recht in den Garten gehen, um die Natur ein bisschen besser zu beobachten. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und heute möchte ich das Thema Beobachten in der Natur ansprechen, beziehungsweise das Wetter beobachten, um so die eigenen Gegebenheiten in seinem eigenen Garten oder in seiner Anbaufläche kennenzulernen. Und da fange ich jetzt einfach mit den verschiedenen Wetterzuständen, sage ich jetzt einfach mal, an. Und weil es jetzt gerade so ein bisschen regnerisch ist, fangen wir mit dem Regen an, weil ja immer mehr die Trockenzeit oder immer mehr Trockenperioden auch kommen und deswegen auch der Regen bzw. das Wasser immer wichtiger wird. Und beim Regen sollte man zum Beispiel im Garten mal schauen, wo sich zum Beispiel Pfützen entwickeln, weil das ist zum Beispiel ein Zeichen, dass dort der Boden ziemlich stark verdichtet ist und nicht gut absickern kann. Allgemein kann man dann einfach mal schauen, wo sickert das Wasser gut ab, wie feucht ist zum Beispiel mein Mulch oder ja, mein Boden. Und so kann man das einfach mal ein bisschen testen. Was jetzt zum Beispiel auch, wenn sich Pfützen im Garten bilden, ist jetzt auch eine potenzielle Stelle, wo sich dann sehr viele Mücken zum Beispiel sammeln. Und solche Pfützen sind auch, ja, kann man auch ein bisschen integrieren auch in den Garten, sage ich mal, dass man da auch so eine kleine Tränke für Bienen oder Insekten auch mit ja, in den Garten integrieren kann, um so jetzt auch zum Beispiel Insekten in den Garten auch locken zu können. Und sonst beim Regen, was wir jetzt zum Beispiel haben, zum Beispiel so eine Sickerschacht, wo dann sehr viel Wasser vom Dach oder auch von den ja, versiegelten Stellen abfließt, damit wir jetzt zum Beispiel damit unsere Regenfässer füllen können. Da kann man auch mal ein bisschen beobachten, jetzt zum Beispiel, wenn viel Regen fällt, wo sind jetzt zum Beispiel versiegelten Flächen bei mir, wo fällt ja, am meisten Wasser an und wie kann ich es am besten abgreifen. Was der Regen euch auch gut zeigt, jetzt ist mir jetzt zum Beispiel passiert bei den jungen Pflanzen oder im Anbau von Töpfen, jetzt hier zum Beispiel bei meinen Pflanzen, die waren hier in so einer Pflanzschale drin, wenn da keine Löcher drin sind und sich Staunässe bildet und man es einfach vergessen hat. Also Pflanzen mögen keine Staunässe, wenn ihr halt Sachen in der Voranzucht habt und ja, das ist dann, die sind dann überflutet, dann ist es auch wieder so ein Zeichen, wo man darauf achten sollte, dass man eventuell die Sachen dann rechtzeitig entweder geschützt stellt oder dann doch in seine Kübel Löcher reinmacht, damit die jetzt Pflanzen nicht unbedingt in der Staunässe stehen. Zu dem nächsten Wetterzustand, und zwar die Sonne. Die mögen wir wahrscheinlich am meisten, Sonne und Wärme. Und da kann man sich dann auch wieder ein paar Gedanken machen. Jetzt zum Beispiel, wo man sein Gewächshaus hinstellt, wo ist die Südseite, wo fällt am meisten Sonne ein, welche Gebäude, Bäume oder andere Pflanzen sorgen für eine Beschattung und ja, lassen halt zum Beispiel die Sonne nicht zu. Und so kann man dann individuell planen, welche Pflanzen man jetzt zum Beispiel ja, an Sonnenseiten hinstellt, weil die ja jetzt sonnenbedürftig sind, beziehungsweise an welchen Stellen kann man Pflanzen, die jetzt zum Beispiel viel Sonne mögen, jetzt zum Beispiel Salate, Kohlpflanzen, die mögen vielleicht mehr so einen halbschattigeren Standort. Da zum Beispiel bei Salate ist halt im Hochsommer mal das Problem, dass sie in die Blüte gehen. Da kann man auch mal wieder ein bisschen beobachten, wie lange habe ich an welcher Stelle Sonne, wie viele Stunden, mittags, morgens oder Abendstunden. Und so kann man es dann eventuell abwägen und so dementsprechend seinen Garten kultivieren und anbauen. Und was halt auch sehr wichtig ist, jetzt zum Beispiel auch so schattigen Plätzchen kann man wunderbar auch nutzen, um Pflanzen zum Beispiel abzuhärten, seine Voranzucht zu machen oder so wie ich mit meinen tropischen Bäumchen, die ein bisschen abhärten oder auch an die Sonne gewöhnen wegen dem Sonnenbrand. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn es am Tag 12 Stunden Sonne hat und ich stelle die da komplett raus,
obwohl sie sich noch nicht daran gewöhnt haben. Dann werden die weiße Flecken bekommen, Sonnenbrände, und das schadet halt mehr den Pflanzen. Deswegen sind es auch so schattige Plätzchen, wenn ich weiß, wo sie stehen, sind auch recht interessant. Ist es natürlich auch, die Sonne nicht nur in der Hauptkulturzeit im Sommer und im Frühjahr zu beobachten, sondern auch im Herbst und im Winter, weil natürlich die Sonne dann eine andere Position hat, beziehungsweise einen anderen Winkel. Und das ist dann bei uns im Garten so, weil dann die Häuser von den Nachbarn, die Dächer, sorgen dann für eine große Beschattung, sodass bei uns die komplette Südseite auch viel mehr im Schatten ist. Und da kann man dann auch wieder ein bisschen schauen, weil sich dann da schneller Frost bildet, zum Beispiel im Winter, und da die kühlere Bereiche sind. Und dann kann man dann auch wieder ein bisschen abschätzen, was pflanzt sich da hin, kann dann eventuell länger brauchen, um zu wachsen, und wo versucht dann meine Beete dann auch im Winter so anzulegen, beziehungsweise welche Pflanzen setze ich dahin, damit ich im Winter dann auch einigermaßen eine gute Ertrag habe, beziehungsweise ein gutes Pflanzenwachstum. Die Sonne ist ja auch für die Verdunstung und auch Trockenheit mehr oder weniger bekannt, zum Beispiel bei offenen Böden, dass halt das, ja, dem Boden schnell die Feuchtigkeit entzieht, aber der Wind spielt dabei genauso eine Rolle. Also das heißt, bei dem Wind sollte man erstmal schauen, wenn man freie Flächen hat, dann sieht man auch, wie stark der Wind den Boden zum Beispiel abträgt und vertrocknet. Das ist zum Beispiel eine Sache, die man beim Wind beobachten kann. Also das ist dann wirklich ein wesentlicher Faktor, der wieder mit einspielt für die Trockenheit der Böden. Aber weitere Punkte sind jetzt zum Beispiel auch, dass man durch den Wind erkennt, also zum Beispiel den Windverlauf bei mir im Garten. Da sehe ich jetzt zum Beispiel, wo Windschneisen durchgehen oder wo der Wind einfach ungebremst, ja, durchwehen kann. Das erkenne ich merke ich zum Beispiel auf diesem Feldweg, der neben meinem Garten ist. Da sind jetzt keine, ja, Sträucher oder Bäume. Da kann der Wind einfach den geraden Weg durchgehen. Und dann merke ich schon dort, dass da kühle Brisen oder starker Wind vorbeikommt. Und an anderer Stelle vom Garten, da kommt auch ab und zu mal ein klein stärkerer Wind im Vergleich zu hier auf der Terrasse. Hier ist mehr windstill, hier ist ruhig. Hier stehen jetzt zum Beispiel meine tropischen Bäumchen, die jetzt ein bisschen vom Wind geschützt sind. Das ist ein bisschen wärmer dadurch, nicht weil eine kühle Brise kann natürlich auch zum Beispiel im frühen Herbst oder späten Frühjahr, wenn nochmal Spätfröste kommen, nochmal viele kaputt machen, beziehungsweise es sorgt natürlich auch wieder für ein Kleinklima, also da, wo es ein bisschen windgeschützt ist, ist es in der Regel ein bisschen wärmer als dort, wo halt eine kühle Brise durchziehen kann. Weitere Punkte beim Wind sind auch zu beachten, ist, wo ich jetzt die Erfahrung gemacht habe, dass Blattläuse jetzt zum Beispiel eher windruhigeren Standorte mögen, anstatt da, wo es halt komplett windig ist. Also das heißt, dass Insekten und andere, ja, Kleinstlebewesen jetzt bei windigen Standorten eher weniger, ja, zum Vorschein kommen. Und natürlich auch sollte man ein bisschen aufpassen bei windigen Stellen, wenn man jetzt Jungpflanzen hat und die sind nicht ganz so kräftig und da kommt ein sehr starker Wind da vorbei. Das kann dann sein, dass die Pflanzen dort umknicken. Ist mir jetzt heute auch schon wieder passiert. Ist es auch grundsätzlich so, dass man ein bisschen die Pflanzen da auch in den Wind stellen sollte, damit die halt kräftigere Wurzeln bilden. Das sollte man auch in dem Zusammenhang auch machen. Dann kommen wir mal zu der Jahreszeit, die mir am wenigsten gefällt, der Winter, und diesbezogen der Frost und der Schnee. Also beim Frost, jetzt ganz allgemein, welche Erfahrung ich jetzt dieses Jahr im Winter gemacht habe, ist, dass ich im Garten dann erkennen konnte, wo sich stärker Frost gebildet hat, weil es ja kältere Stellen im Garten gab und wo auch nicht. Hier jetzt zum Beispiel weiß ich, dass mein Vater eine Fußbodenheizung hat und die halt die Bodenwärme aus dem Boden rauszieht. Und da weiß ich, dass da hier schon eher Frost kommt. Aber es gibt natürlich auch, ja, Stellen im Garten, da wo es zum Beispiel jetzt hier nah am Haus, da war es ein bisschen wärmer, da hat es weniger Frost gegeben. Und da kann man auch ein bisschen schauen, da gibt es auch Windfrost, also wenn da im Winter eine sehr kalte Brise kommt, das kann auch sehr viele Bäume kaputt machen, weil es passieren kann, wenn man einen steilen Hang hat und unten eine Ebene und die kalte Luft staut sich dann unten auf dieser Ebene. Also das heißt, der kalte Wind geht nach unten und dann geht es dann wieder nach oben. Also das heißt, man hat unten eine Ebene und auf beiden Seiten geht es dann wieder, ja, so eine Art Schlucht oder mehr oder weniger. Und wenn da eine kalte Luft reinkommt, dann hat man so einen Raum, in dem sich
kalte Luft staut und wenn da Bäume drinstehen, dann kann es sein, dass die kaputt gehen. Also kann man auch wieder solche Sachen wieder mitbeobachten. Und beim Schnee jetzt zum Beispiel, da kann man jetzt zum Beispiel schauen, wo sich am meisten Schnee ansammelt, beziehungsweise wo sind die kritischen Stellen im Garten für Schnee. Also zum Beispiel, wenn ich eine Folientonne, wie ich jetzt zum Beispiel habe, sollte man vielleicht aufpassen, dass da nicht so viel Schnee draufkommt, damit er nicht kaputt geht oder andere Sachen. Terrassen mit Dachlawinen, dass vielleicht nicht da unbedingt Jungpflanzen oder andere Pflanzen im Kübel stehen, dass halt das ganze Schneemasse drauf fällt. Und da sollte man auch allgemein schauen, wie man die Pflanzen nah am Haus und so pflanzt, wenn halt solche Schneemassen kommen. Kann man auch recht schön beobachten. Und beim Schnee, was ich da sehr interessant finde, ist, dass ich ihn gerne auch ins Gewächshaus reinwirft, damit er ja, das Gewächshaus schön feucht hält. Jetzt noch zum Abschluss etwas Spezielles, und zwar Nebel. Also ich wohne jetzt hier in so einem Moosrandgebiet. Das heißt, Moosgebiet für mich bedeutet, ja, das ist so ein Moor. Also ich lebe in einem Dorf, in dem es sehr moorhaltig ist, sumpfartig, und dadurch sich halt Nebel im Herbst zum Beispiel oder im Frühjahr bildet. Und das kann dann richtig stark werden, dass ich ja zum Beispiel auch dadurch den ganzen Tag Nebel habe. Und sowas muss ich dann natürlich auch wieder mit berücksichtigen. Zum Beispiel bei mir im Schrebergarten ist der Nebel etwas hartnäckiger als hier, weil wir hier so auf einem Berg oben sind. Und sowas kann man dann auch sehr gut berücksichtigen, sehr gut beobachten und auch einschätzen, wenn ich zum Beispiel in der Früh weiß, dass der Nebel sehr dicht ist, aufgrund des Moores, an dem ich hier in der Nähe lebe, dann weiß ich auch ganz genau, dass der Tag wahrscheinlich dann mehr oder weniger nicht mit viel direkter Sonneneinstrahlung zu tun hat, sondern alles halt mehr oder weniger bewölkt ist. Und das kann man auch mal beobachten und auch ein gewisses Gefühl dafür entwickeln. So viel zu den einzelnen Wetterzuständen. Ich habe jetzt einfach mal den Hagel nicht speziell erwähnt. Was man mal jetzt beim Hagel erwähnen könnte, ist, da kann man jetzt einfach mal schauen, ob seine eigenen Konstrukte wie selbstgebaute Gewächshäuser oder dieses Gewächshaus, welches ich mir gekauft habe, auch wirklich bei einem starken Hagelfall taugt. Genauso wie bei starken Windböen oder so. Ob ich halt dann wirklich gute Arbeit gemacht habe, ob ich mir gute Qualität geholt habe oder einfach nur futsch am Werk ist und alles mir kaputt gegangen ist. Aber das ist jetzt so eine andere Sache. Mir geht es einfach in dem Video nur darum, zu beobachten. Also über Jahre auch hinweg. Also bei mir hat es so 3 Jahre gedauert, um halt so ein bisschen das Bewusstsein für den Garten zu bekommen. Das entwickelt sich natürlich auch immer weiter, weil das ist ein stetiger Prozess. Und man sieht halt immer neue Sachen, die einem jetzt zum Beispiel nicht aufgefallen sind. Und man sollte einfach wachsam sein und beobachten. Das ist halt so eine Sache, weil jeder Garten, jede Zone hat eine eigene Klimazone, eine kleine Klimazone, die ich schaffen kann, die die Natur jetzt irgendwie geschaffen hat und die immer in einem stetigen Wandel sind. Und es geht halt einfach nur zu erkennen, zu beobachten und dann dementsprechend auch zu handeln. Und das kann ich halt auch wirklich nur jedem empfehlen. Deswegen ist es auch manchmal schwer, Tipps ja, zu geben anderen Menschen von der Ferne, wenn ich halt nicht weiß, wenn ich nicht den Garten ein Jahr, sagen wir mal, dort bin und mir die ganzen Wetterbedingungen oder Gegebenheiten mir angeschaut habe. Aber das soll einfach eine, für euch so eine kleine Grundlage sein für den Einstieg zur Permakultur, was für mich sehr wichtig ist, einfach beobachten, also wie auch Viktor Schauberger gesagt hat, Natur beobachten, lernen und auch kapieren, vielleicht auch anwenden in dem Zusammenhang. Für mich sehr wichtige Permakulturgrundlage. Und in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Gerne könnt ihr auch den Kanal kostenlos abonnieren. Und wenn ihr dabei noch auf die Glocke drückt, werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Gerne freue ich mich auch über Kommentare bezüglich eurer Erfahrungen mit dem Beobachten zum Beispiel. Interessiert mich auch tierisch. Und sonst freue ich mich natürlich auch, wenn ihr Freunden, Bekannten und Familien von mir und meinem Projekt erzählt, die Vernetzung erhöht, damit ich weiterhin für euch Videos machen kann, damit ich auch eine Motivation habe, für euch die Videos ja, zu machen, euch weiterhin Tipps und Tipps zu geben und das Ganze drumherum. Und ja, weitere Unterstützungsmöglichkeiten natürlich für das Projekt findet ihr unten in der Videobeschreibung. Möchte ich auch mal in diesem Zusammenhang erwähnen. In diesem Sinne danke ich
bedanke ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Jetzt geht es wieder weiter raus in den Garten, beziehungsweise ich bin noch im Garten und schaue mir da so ein bisschen rum. In diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß, angenehme Zeit jetzt auch draußen im Garten und genießt es einfach. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Episode hier im Peace Projekt. Bis dahin.